Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect Andromeda. Es gab einen riesen Patch, also was heißt ein riesen Patch? Es gab einen guten Patch, da haben sie Sachen gepatcht. Was sie da alles gepatcht haben, habe ich jetzt nicht im Überblick, aber ich freue mich drüber. Und BioWare hat auch gesagt, sie werden viele, viele Sachen an dem Spiel noch verändern. Ich habe auch was verändert, und zwar ein bisschen die Steuerung, damit wir hier unsere Fähigkeiten auch besser nutzen können, während ich laufe, weil das war ja beim letzten Mal so mein Problem. Danke, Sam. Wir können nicht einfach eine ganze Cat-Basis angreifen. Du gibst Hirsch also auf? Er war dein bester Freund. Nein, ich sage nur, dass wir darüber nachdenken müssen. Wir sollten Baxel kontaktieren und einen ordentlichen Plan machen. Bis du mit dem Denken fertig bist, können sie tot sein oder Schlimmeres. Ja. Denken ist nicht so unsers, also bin ich euer Mann. Sie sind das Alien, von dem die Leute reden. Einige sagen, wir können ihnen nicht trauen. Aber wenn sie hier sind, um gegen die Cat zu kämpfen, ist das für mich völlig ausreichend. Oh. 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 Okay, das ist auch alles neu. Ich weiß, dein Vertrauen zu würdigen. Die Cat töten unsere Leute. Sie verschleppen unsere Familien und wir sehen sie nie wieder. Jeder, der gegen sie kämpft, muss besser sein als sie. Also werden sie gegen sie kämpfen? Ich weiß, wo das Arbeitslager ist, in das sie meinen Onkel gebracht haben. Ich hole deinen Onkel raus. Hier ist der Nav-Punkt des Arbeitslagers. Bitte beeilen Sie sich. Nilsch hat vielleicht nicht mehr viel Zeit. Nilsch? Okay. Okay, das ist neu. Achso, scheiße. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ah, da ist es. Ja, wie gesagt, ich habe die Steuerung ein bisschen umgestellt, damit wir das ja alles richtig nutzen können. Weil gerade so Fähigkeiten wie der Flammenwerfer und so, das zeigt mir natürlich von der Steuerung her, ist irgendwo da hinten, das zeigt mir von der Steuerung her, dass das Spiel leider bei der Entwicklung einen harten Schwerpunkt auf Konsolensteuerung hatte. Und noch immer hat. Aber Cora, nein. Dieses Talent, das Sie und Phoebe besitzen. Biotik? Ja. Wie fühlt sich das an? Tut es weh? Wenn man wirklich loslässt, ist es wie ein gewaltiges, tödliches Niesen. Ah, beeindruckend. Was ist ein Niesen? Haben die überhaupt Nasen? Das fällt mir jetzt erst auf. Oder? Oh, da ist es. Oder ist es das hier? Hier sind auf jeden Fall Feinde. Das heißt, wir schauen uns hier mal um, Leute. Aber die ganzen Anzeigen hier, Maus 5, Maus 4 und so, das ist neu, ne? Das hat man vorher nicht da. Ich sehe gar keinen. Ich kann ja mal Hallo sagen. Okay, das ist richtig strange hier drin. Cat-Panzerung. Titan. Ohne gute Abwehr, da ist nichts mit Titan. Uiuiui. Wir haben wieder Pfiffis bei. Temperatur sinkt, Pathfinder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mit der neuen Steuerung doch super, super angenehm. Und da merkt man auch, dass der Flammenwerfer einiges drauf hat.
Übrigens, für die Leute, die sagen, ja, aber Semi-Flammenwerfer, warum? Du solltest doch ein Biotiker sein. Also kein Bibliothekar, nee, Bibliothekar. Die kann ich beruhigen. Wir können jederzeit einfach auf der Krankenstation. Ich weiß nicht, ob das vor dem Patch auch schon ging. Aber auf jeder Krankenstation können wir hier quasi respecken. Also nochmal alles umstellen. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Oh, das ist aber nett, Sam. Danke. Mich würde ja interessieren, ob sie das, was der Community unter dem Normalwert von der Community geforderte Einstellung, dass man Sam einfach mal zum Schweigen bringen kann, ob sie das auch schon drin haben. Denn dass er hier jedes Mal... Man muss sich nur vorstellen, man würde auf das Gesicht des Archons zielen. Dann sind solche Schüsse ganz einfach. Guter Tipp. Danke. Auf dem Arschgesicht zielen? Nee, denn wenn man hier quasi lang fährt und Sam die ganze Zeit erzählt, dass es jetzt wieder kalt ist und dass es jetzt wieder warm ist und dass es dann wieder kalt ist, das kann schon mal ein bisschen nervig sein. Ist euch vielleicht ja auch aufgefallen. Deswegen haben sich viele gewünscht, dass man das einfach einstellen kann, dass der mal die Fresse hält. Zu deutsch gesagt. Und auch ich unterstütze diese Forderung. Doch sehr vehement. So, Arbeitslager. Hier ist es. Warte mal, da hinten sind noch Relikte. Die können wir uns vorher noch angucken. Ja, wir beschäftigen uns hier. Wir haben nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft, damit unsere Kinder vielleicht eines Tages frei sind. Sie sind ein zäher Haufen. Ich frage mich, ob uns die Angara gemeinsam mit sich trainieren lassen würden. Ich würde gerne ihre Kampftechniken kennenlernen. Pathfinder, diese Reliktstätte könnte über Verteidigungssysteme verfügen. Ich will jetzt mal gucken, ob die uns direkt angreifen oder nur scannen. Alles klar. Das beantwortet meine Frage. Wo ist er denn? Ach, das ist eine Tech-Kombo, guck mal. Jetzt die Frage, war die jetzt nur durch uns? Flammen und dann quasi da reinballern mit unserem Betäubungsschuss? Das ist eine gute Frage. Müssen wir mal rausfinden, müssen wir drauf achten. Es gibt nämlich so eine Tech-Kombos, dass wenn du verschiedene Sachen zusammen ausführst, dass sie dann mehr Schaden machen. Könnte aber sein, dass das jetzt gerade damit zu tun hatte, dass Cora natürlich von der Seite auch angegriffen hat. So, aber wir kümmern uns jetzt hier ums Arbeitslager. Das ist ein ziemlich großes Arbeitslager. Das ist das Cat-Arbeitslager, von dem Skiot gesprochen hat. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Ich weiß nicht, ob man dafür bereit sein kann. Ich wollte doch sagen, ich habe hier einen gehört. Alles klar, Leute, wir gehen runter. Okay. Versuch,
Die olle Kacknase. Ach du Scheiße. Danke. Ich glaube, wir haben noch nie unser Schwert genutzt, ne? Komm, befreien wir den hier erstmal. Sobald ich eine Waffe habe, werde ich diese Kette vernichten. Genau. So wie du es vorher auch schon gemacht hast. Deswegen bist du ja in Gefangenschaft. Scheiße hier. Ausgezeichnet gemacht. Das waren alle. Das waren alle? Die Temperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Okay, danke. So, da oben ist der nächste. Sehr schön daneben gesprungen. Aber ich gewöhne mich ja auch noch an die Steuerung erstmal. Okay, ich befreie erstmal die Typen. Holen Sie mich hier raus. Lebenserhaltung ist stabil. Ich werde diese Kette umbringen. Nee, bist du nicht. Vielleicht doch. Mal den Leuten gesagt, sie sollen vornehmlich ihn da angreifen. Nein! Okay, sieht gut aus für mich. Wir holen uns natürlich alles, was wir hier noch looten können. Denn Loot ist immer was Gutes. Okay. Unsere Versuche, die widerwärtige angarische KI aus ihrer gefrorenen Stadt herauszuholen, sind nicht im Zeitplan. Der Archon weist immer wieder darauf hin, dass sie gefangen werden. Was? Gefangen werden muss, nicht vernichtet. Wir brauchen mehr Sklaven. Die Häufigkeit der Überfälle wird erhöht. Ja, ganz toll. Sklaven. Sagen, ey, wir haben seit Ewigkeiten nichts mehr zum Scannen gehabt. Bisschen Kettlegierung. Ich find's ganz cool, dass die wir befreit haben, dass die jetzt auch mit uns hier rumlatschen. Müssen, notgedrungen. Deswegen werde ich das auch richtig schön dazu nutzen, dass die uns hier, unterstützen.
Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Ja, ist ja gut, Sam. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. So, da vorne sind noch Überreste. Langer Lauf. Den habe ich ja persönlich auch. So. Zack. Deaktivieren Sie die Barriere. Schnell. Sag bitte. Damit kommen Sie nicht durch. Deaktivieren Sie die Barriere. Ich muss hier raus. So. Und du? Mit Neich reden. Nietzsch. Der rennt vor uns weg jetzt die ganze Zeit. Nietzsch, warte! Nietzsch ist ein Arschloch. Den kann man nicht reden. Jetzt kann ich mit ihm reden. Gerade rechtzeitig. Ich hätte uns höchstens noch einen Tag gegeben. Hauptsächlich wegen Iranas Beschimpfung. Wenn die Cat harmlose Beleidigungen nicht vertragen, ist das ihr Problem, nicht meins. Verstehen Sie, was ich meine? Wir schulden Ihnen was. Wie haben Sie uns überhaupt gefunden? Ihr Neffe Skiot hat alles versucht, damit sie gerettet werden. Guter Junge. Er hat Potenzial, Nils. Das sagtest du bereits. Der Widerstand muss informiert werden. Wir kehren so schnell wie möglich zur Basis zurück. Was ist mit dem Datenlaufwerk? Wir müssen es Buxel übergeben, damit sie mit der Analyse beginnen kann. Interessant. Anscheinend brauchen wir unseren Retter für mehr als eine Rettung. Könnten Sie dieses Laufwerk nach Techix bringen? Wenn wir zusammenarbeiten, verschwenden wir keine Zeit. Was ist auf dem Laufwerk drauf? Ein Code der Cat, den wir bei dem Versuch, in ihre Einsatzzentrale einzudringen, gestohlen haben. Die Cat haben nie erkannt, wie viel wir aus ihrem Netzwerk heruntergeladen haben. Ich erledige das so bald wie möglich. Perfekt. Sie finden Buxil in ihrer Werkstatt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Das hier ist bedeutend. Die Befreiung wichtiger Widerstandsagenten und die Sicherstellung von Informationen, die sie den Cat gestohlen hatten. Sie haben viele Zweifel an ihnen ausgeräumt, Ryder. Selbst Ephra muss jetzt von ihren Absichten überzeugt sein. Was ist mit dem Datenlaufwerk, das uns Nils anvertraut hat? Guter Punkt. Wenn sie es vorziehen, könnten sie jetzt auch nach der Techix gehen und später mit Ephra reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ja, jetzt nach Techix gehen. Wir gehen erstmal nach Techix. Ich muss dieses Datenlaufwerk nach Techix bringen. Mit Ephra kann ich mich später befassen. Ich dachte mir schon, dass Sie das sagen würden. Na schön. Wir sprechen mit Ephra, sobald Sie Ihre Aufgaben hier erledigt haben. So. Techix fragt sich bloß, wo Techix ist. Temperaturen unter dem Normalwert. Warte mal, wo ist denn Techix? Zu Buxil nach Techix. Da müssen wir hin. Das ist irgendwo da hinten. Würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal zu unserem Fahrzeug. Das wäre geil, wenn man das so wie Batman einfach funken könnte. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Liebes BioWare-Team, ich weiß ja, ihr guckt mir zu, natürlich. Könnt ihr nicht so einen Peilsender machen, dass das Auto dann irgendwie zu einem kommt? Das wäre in manchen Situationen halt richtig cool. Es ist nicht gerade wendig, oder? Ihr Fahrzeug, meine ich. Kein Wort mehr, oder ich schwöre, wir drehen wieder um. Meckert der an mein Fahrzeug rum, was ist mit dem kaputt? Es hieß, das hier wäre eine goldene Welt. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Was auch immer Sie davon halten, ich finde diesen Planeten wunderschön. Kettmaschinen, Ryder, wir sollten vorsichtig sein. Ich würde gerne... Ich orte eine lokale Interferenz der Frequenz.
Das könnte störenden Einfluss auf die planetare Kommunikation haben. Dann überprüfen wir das jetzt. Leute, das ist doch wieder so ein komisches Cat-Dingsbums. Warum füllen sich unsere Leben nicht auf? Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Die greifen gar nicht an. Bleib mal läscher. Jetzt greifen sie an. Lade Munition nach. Scheiße, es geht nicht weit genug. Da ist nichts mehr zum Zuschlagen. Das ist alles weggebrannt. Ich glaube, das lädt sich nicht auf, weil wir die ganze Zeit hier mit Lebenserhaltung Sachen zu tun haben. Ach, guck mal, der eine steht immer noch hier. Was mit ihm? So, wo ist die Konsole? Gibt's hier eine Konsole? Kann ich hier was anmachen? Leute, das Teil hier scheint ausgeschaltet zu sein. Da kannst du nichts machen. Was geht denn jetzt? Okay, das ist strange. Das ist zwar sowas, wie wir schon kennen. Aber anscheinend kannst du da nichts machen. Okay, seltsam. Richtig seltsam, Leute. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir, was wir mit diesem Datenpad anfangen können. Ich bin sehr gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.